Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prince of Persia, The Lost Crown. Es geht weiter mit der Main Story. Wir haben die vier Himmelswächter aktiviert und jetzt müssen wir dahin gehen, zum Himmelsaltar. Dann machen wir doch das, wenn das Spiel das so möchte. Erstmal hier noch runter. Da ist der Wackwackbaum. Geh mal da ran. Der alte Mann. Der Tod deiner Freunde lastet schwer auf dir, Sargon. Ich bin nicht in der Laune für Gespräche, Alkara. Sie waren große Krieger. Sie standen für Ehre. Welche Wahl hatte ich? Sie wussten genau wie du, dass große Krieger in erster Linie für Ehre einstehen. Ja. Und was hat sie ihn gebracht? Den Tod. Super, oder? Ich glaube, wir sind am richtigen Ort, ha? Okay. Sargon, hör mir zu! Rassan kommt mit mir. Tritt zur Seite, Sargon. Ich erledige das. Danke, Waram. Waram? Zwei von dir. Lass mich raten. Du hast einige Federn gefunden. Meine Visionen sind also wahr. Was immer deine Visionen waren, das hast du sicher nicht gesehen. Tritt zur Seite, Hassan. Ich erledige das. Waram, der weiße Löwe, ist nicht würdig, ein Unsterblicher zu sein. Und erst recht kein König. Sargon, pass auf! Oh! Anahita, nein! Nein, nicht. Ich brauche dich lebend. Für wen hältst du dich eigentlich? Du bist gar nichts ohne mich. Ein Streuner ist dieser Kräfte nicht würdig. Die Federn von Siamok waren nie für dich bestimmt. Für keinen Sterblichen. Siamok lebt nicht mehr. Seine Kräfte sind mein. Mein allein. Nö. Definitiv nicht. Hä? Oh shit. Also gegen Waram kämpfen, ey. Stopp! Ist los? Wow, 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 wow. Komm mal den hier. Werde Zeuge. Ja, das war jetzt nicht so erfolgreich, hä? Er hat alles zurückgeschleudert. Alter. Einer weniger. Alter. Was eine Kombo, ha? Jetzt ich. Darf ich auch mal was machen?
muss mich jetzt dreimal nacheinander heilen, ohne dass ich ihn getroffen habe. Super. Wie soll ich das denn machen? Jesus Christ. Werde Zeuge. Von was? Ja. Jetzt ich. Nein, du machst hier erstmal gar nichts, okay? Ja, ja. Was ist jetzt los? Aha. Oh, shit. Ja, ich bin tot. Wie soll ich denn den Fight gewinnen? Ja, fick die Henne, Alter. Das kann ja was werden, du. Werde Zeuge. Mit dem Pfeilen kann ich ihn nicht treffen, okay? Auge der Sturm. Ja, super, wirklich. Junge, Junge, Junge. Jetzt ich. Scheiß weg machst du. Werde Zeuge. Von was? Hä? Den Angriff da kann man abwehren. So, überspringen. Tja. Nee, 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 nee. Es reicht. Nein, es reicht hier gar nicht. Na gut. Werde Zeuge. Hä? Motherfucker. Das hätte ich aber abwehren können, oder? Hey. So ist doch gut. Ah, nein. Okay. Ah, weil sie so krass, aber okay. Nein, geh weg. Danke. Was ist jetzt los? Wieder die Zeit zurückgedreht, okay. Alter. Werde Zeuge. Von deinem Tod oder was? Komm mal ab da. Okay. Hinfort. Nein, ich gehe nicht hinfort. Ach, scheiße. War gar keine Lücke da.
Chat. Okay, ich muss mich heilen, danke. Junge, Junge, Junge. Nein, weg da. Ja, es ist nicht gut. Du mit deinem Zeit zurückdrehen die ganze Zeit. Okay. Ach, shit. Werde Zeuge. Was kommt jetzt? Ist aber gut abgewehrt, da. Na komm. Ach du heilige Scheiße, okay. Was für hinfort? Okay. Weißt du was? Mach mal den. War Mann. Ach fuck. Ja, ist okay. Junge, Junge, Junge. Du nervst, Kollege Essig. Ja, das werde ich nicht hinkriegen. Ja. Scheiße. Das ist ein ordentlicher Fighter. Auge des Sturms. Was für Auge des Sturms, Junge? Na komm, Randa. Na, guck mal, da haben wir die erste Phase schon. Nein, nicht halt. Na, fuck. Ah, er dreht die Zeit zurück, das ist okay. Für Hass. Nein, er hat mich. Och, Mann. Ja. Okay. Bevor ich aber irgendwelche Heiltränke verbrauche, mache ich das so. Hä? Sehr gut. Was für Stopp? Oh, wieder die Zeit zurückdrehen, okay. Sehr gut. Gut gemacht. Es reicht. Nein, es reicht noch nicht. Jetzt ich. Okay. Sehr gut. Och, jetzt dreht er wieder die Zeit zurück. Werde Zeuge. Shit. Ich muss mal meinen Schatten wieder platzieren. Bahamut. Mach mal Bahamut jetzt. Ja, schöner Damage. Okay. Nein. Jetzt ich. Okay. Halt dich mal. Oh shit. Aber ich bin ausgewichen. Das ist auch gut. Okay. Junge. Auge der Sturm. Nein. Och Mann. Kann ich mich heilen? Kann ich nicht. Werde Zeuge. Alter!
Ich kriege ja gar nichts hin in der letzten Phase. Okay. Jetzt ich. Alter. Heilen. Was ist jetzt los? Ist kaputt. Okay. Ja gut. Was ist los? Lol. Ja, okay. Besieg den. Er war kaputt. Er war defekt. Ja, sehr gut. Mein Sohn, du wirst Zimurgs Segen erhalten. Dann werde ich, wie es Tradition ist, deinen königlichen Namen enthüllen. O mächtiger Zimurg, Schützer unseres Volkes, ich, Darius, stehe vor dir mit meinem Sohn. Dargon, sagt er jetzt. Falls er würdig ist, wird er eines Tages König. Die Herrschaft von Haus Darius ist vorbei. Tomeris, was hat das zu bedeuten? Tomeris! Nein! Ah! Lebe. Waram. Waram. Du musst leben. Du bist der rechtmäßige Prinz. Ich überlasse solch wertlose Titel den Menschen. Deine Welt kümmert mich nicht. Zimurg lebt nicht mehr. Es ist meine heilige Pflicht, seine Kräfte zu erlangen. Denn wer sie besitzt, ist so mächtig wie die Götter. Du hast völlig den Verstand verloren, Waram. Diese Kräfte stehen nur mir zu. Es ist noch nicht vorbei, Sargon. Anahita. Warum hat sie uns verraten? Das hat sie nicht. Es spielt keine Rolle mehr. Sie war streng zu uns. Und doch gab sie ihr Leben. Ich weiß, was du denkst. Was siehst du am Ende deiner Klinge? Ich glaube, ich verstehe jetzt. Durchdrungen von Atra biegt und dehnt sich Sargons Sherpa nach Belieben. Drücke kurz R1, um Sargon zu seinem Gegner zu befördern. Halte R1 gedrückt, um das Ziel zu Sargon zu ziehen. Durch kurzes Drücken von R1 kann Sargon bestimmte Objekte erreichen. Durch Halten von R1 kann er bestimmte Objekte zu sich ziehen und zu der Umgebung verändern. Sargon kann seine Gegner am Boden und in der Luft auch durch kurzes Drücken von R1 erreichen. Er kann sie ebenfalls durch Halten vor R1 zu sich ziehen oder ihren Schutz abreißen, je nach Was Gewicht. Was ist gerade passiert? Hassan, ich muss dir etwas sagen und du musst mir bitte glauben. Sargon, du bist der Einzige, dem ich gerade vertraue. Tomeris, deine Mutter, hat König Darius ermordet. Sie hat den Thron geraubt. Zimurg saß nie auf ihrer Schulter. Hassan, es tut mir leid. Das muss es nicht.
Ich fand weder, dass sie ihrem Titel gerecht wurde, noch dass sie besonders mütterlich war. Das Volk hat 30 Jahre lang gelitten. Ohne Simurgh. Wegen ihr. Mein Beileid wegen deiner Mentorin, Anahita. Sie sagte mir, sie befolgte Befehle von Tomiris. Dann wurde Anahita manipuliert, auf ihr Geheiß zu handeln? So wie ich gezwungen wurde, das Gesicht zu wahren. Warum mich überhaupt entführen? Da wäre noch eine Sache. Ich höre. Vahram ist König Darius Sohn. Hat er deswegen versucht, mich zu töten? Aus Rache? Ich weiß nur, dass uns dies alles erlaubt hat, Vahrams wahre Absichten zu erkennen. Vahram mag der Erbfolger sein, aber er ist viel zu gefährlich. Wir müssen ihn aufhalten. Du hast recht. Wir müssen das Volk mehr als alles andere beschützen. Ich kann dir damit helfen, was ich durch Schriften und Legenden gelernt habe. Vahram sprach davon, Kräfte zu erlangen. Das heißt, dass er das Herz von Simurgh sucht. Es ist beim Simurgh-Tor, doch um Zugang zu erlangen, benötigst du den Schlüssel der Könige aus dem Turm der Stille. Dann muss ich ihn besorgen. Hassan, du hilfst mir gerade mehr, als du glaubst. Viel Glück, mein Freund. Okay. Dann war es das noch nicht mit Vahram, ha? Hauptquest, Vater und Sohn. Okay. Ja, wo muss ich hin? Oh, okay. Das machen wir morgen. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Habt einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.